Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Gran Turismo 7, zum kleinen täglichen Online-Rennen hier heute in Italien auf der wunderschönen Rennstrecke Monza. Über insgesamt 5 Runden geht dieses Gruppe-3-Rennen bei einfachem Treibstoffverbrauch und einfachem Reifenverschleiß. Wir starten hier auf den harten Reifen, fahren hier ausschließlich auf den harten Reifen, also ohne Boxenstopp. Und ja, ich bin hier mit dem Ford Mustang unterwegs. Überraschenderweise geht es von P2 ins Rennen. Ziemlich cool finde ich das. Ja, habe ziemlich einige Hotlaps gedreht und auch viel ausprobiert und ja, hat letzten Endes dann für mich persönlich doch eine gute Zeit ergeben. Ja, es geht ja auch direkt los. Ihr kennt das ja, ohne große Vorführung der Startaufstellung. 16 Fahrer insgesamt, vor mir ein Engländer. In was für einem Fahrzeug habe ich gerade nicht mehr ganz gesehen. Ich erkennt man es ja hier. Ja, ich bin ja quasi im Engländer-Sandwich, wenn man so will. Auf 3 und 4 sind auch noch zwei Engländer. Ah, es war, glaube ich, ein Supra. Ja, also die sind ja auch ziemlich schnell unterwegs. Ich glaube, das sind erstmal alle Supras hinter mir, aber wie gesagt, Mustang hat sich gut angefühlt, den Supra habe ich gar nicht ausprobiert. Und jetzt geht's los. Ja, wie immer heißt es, gut durch die ersten Schikanen kommen. Oh. Bin so von hinten getroffen worden. Aber nicht vom Polesetter, das muss ein anderer gewesen sein. Weil an ihm wäre ich ganz normal vorbeigekommen, aber bisschen komisch. Oh. Ja, 5 Runden, wie gesagt. Fahrer hinter mir hat eine 3-Sekunden-Strafe bekommen. Würde jetzt darauf hindeuten, dass er mir hinten drauf ist, aber es kann eigentlich nicht sein, weil er neben mir war. Ui. Also Kerbs mag er nicht, der Mustang, das muss ich ehrlich sagen. Wir kommen in die zweite Runde. Ich habe aktuell 2 Sekunden Vorsprung. Aber auch dadurch bedingt, weil der Engländer hinter mir abgebremst wurde. Es ist auf Platz 7 zurückgefallen. Hinter mir ein Engländer auf der 3, ein Fahrer aus Dänemark müsste das sein. Dann wieder ein Engländer auf der 4, auf der 5 ein weiterer deutscher Fahrer. Auf der 6 noch ein Engländer und auf der 7 ein Fahrer aus Finnland.
Ich bin schon lange nicht mehr von P2 gestartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowieso nicht in den täglichen Online-Rennen. Runde 3. Und ich weiß gar nicht, wie lange schon der letzte Sieg zurückliegt. Aber so weit sind wir noch nicht. Schauen, dass wir ja heil durchkommen. Der Vorsprung ist etwas kleiner geworden. Draußen. Knapp 1,5 Sekunden Vorsprung. Schlecht angebremst. Fahrer hat das Rennen verlassen, wir sind nur noch 15 Fahrer im Feld. Runde 4. Ja, 1,5 Sekunden sind wir wieder beim Abstand zum Fahrer hinter mir. Zehntel Vorsprung, aber letzte Runde. Das heißt, nochmal konzentrieren. Wow! Unfall! Da wollte er vielleicht ein bisschen zu viel. Wahnsinn! Puh! Ich hab's nur oben im Rückspiegel gesehen, dass er ins Rutschen kam. Ja, somit ist es der Fahrer aus Dänemark hinter mir. Ich habe 2 Sekunden Vorsprung. Sekunden mittlerweile sogar.
dürfte theoretisch nichts mehr passieren. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Wow. Haha. Erster Versuch hier im täglichen Online-Rennen in Monza. Ich sollte immer montags gleich fahren. Ja, das Ganze gewonnen. Zweiter Platz ist der Engländer geworden und der ursprüngliche Pole-Setter, ja, ist dann siebter geworden. Ein paar Strafen hat es noch gehagelt, aber am letzten Endes für mich P1 hier in Monza. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder aus Monza. Ich dachte mir aber jetzt, weil das Rennen so kurz war, schauen wir noch ganz kurz in die Wiederholung rein, um einfach zu sehen, was da beim Start genau passiert ist. Ja Leute, wir schauen das jetzt mal aus der Sicht des Drittplatzierten an, also der direkt hinter mir fährt. Das ist wie gesagt die Startphase. Ich habe mich ja direkt hinter den Führenden gesetzt, bin dann nach rechts und habe mich quasi vorbeigebremst und da haben wir den Übeltäter. Da rechts. Delta Papa irgendwer. Wir wechseln jetzt mal in seine Sicht. Ja, genau. Machen wir nochmal zurück. So. Genau, ich bin jetzt rechts. Sehen wir vorne. Weißer Ford Mustang. Er zieht vorbei und... okay. Ja, das war irgendwie... Es war nicht genau zu erkennen, weil es sah fast so aus, als wäre der auch getroffen worden. Also er hier. Ja. Schauen wir uns mal hier aus der Sicht des Sechstplatzierten an. Ja, es ist ganz schwierig auszumachen, Leute. Also irgendwie sind hier alle ineinander rein. Ich hatte dann eben noch das Pech. Ja, man sieht es hier. Ich wurde da einfach, wie soll ich sagen, rübergeschoben. Schauen mal noch, ob man es hier besser erkennen kann. Nur wenn die Kamera jetzt gleich umschwenkt. Ja, also ich bin jetzt hier wieder neben dem Pole-Setter. So, und hier kommt jetzt Delta an. Und ich glaube, weil der Zweitplatzierte auch getroffen wurde, also der im gelben Supra, hat der mir noch einen kleinen Schubser gegeben. Und ich glaube, deswegen hat er auch die 3 Sekunden bekommen, weil so war es ja dann. Aber er konnte da eigentlich nichts dafür, ja, muss man eigentlich auch sagen. Ja, und das... Ah ne, der Delta hat die Strafe bekommen. Ja. Also er hier. Er hat die Strafe kassiert. Ja, es ist so eng, es ist wirklich schwierig, das zu sagen, aber... Ja, das... Ja, da sieht man es. Unten links, ich kann es hier nicht größer machen, glaube ich, aber man sieht, wie der dem gelben Supra reingefahren ist, ja. Aber eigentlich, was man sieht, ist, dass eigentlich dieser Däne ihm reinfährt. Wahrscheinlich wurde der vom Engländer davor getroffen. Schwierig auszumachen, Leute, sehr schwierig. So, hier noch die Aktion in der letzten Runde von dem Zweitplatzierten. Das Körb geschnitten, kam dann ins Rutschen. Okay, er hatte keinen Unfall, er kam nur von der Strecke ab, aber hatte natürlich die Chance auf den Sieg vielleicht sogar genommen, beziehungsweise den zweiten Platz. Aber okay. Ja, liebe Zuschauer, mal heute ein Video mit kurzem Replay. Ich dachte, besser wie ein separates Video zu machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, war
ja, spannend war eigentlich nur der Start, wenn man so will, und die Endphase. Ansonsten hatte ich ja freie Fahrt und war ein gutes Rennen, hat viel Spaß gemacht, der Mustang hat funktioniert. Ihr dürft gerne Abo und Like da lassen und einen netten Kommentar, wenn ihr möchtet. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Rennen hier auf meinem Kanal wiedersehen. Bis dahin, Leute, keep racing. Bye, bye.